So, heute Erde, grüß euch Burschen und Mädels. Heute geht es um meine Ausrüstung. Ich habe es da im Hintergrund schon mal ein bisschen hingelegt und ein bisschen aufbereitet für das Thumbnail. Ich gehe da halt durch, was ich so beim Trailfahren, beim EMTB-Fahren und im Bikepark eben anziehe. Also viel Spaß, bleibt dran. Okay, dann fangen wir einfach mal mit den wichtigsten Sachen für mich an. Und da sind wir jetzt beim Trail EMTB Mountainbike fahren. Und zwar geht es da bei mir um den Rückenprotektor. Ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich. Im Gegensatz zu den meisten bin ich einer der wenigen, der auch beim Trail fahren einen Rückenprotektor fährt. Ja. Und da habe ich eben dieses nette Teil hier. Amplify ist ja einer meiner Sponsoren. Und sie haben einen recht ziemlich coolen Rückenprotektor rausgebracht, man sieht schon, der ist ziemlich durchsichtig sogar. Und den kann man wunderbar tragen, vor allem wenn man eben aus eigener Kraft Mountainbike fährt oder mit dem E-MTB fährt. Man schwitzt wenig und er ist auch wirklich sehr beweglich. Das heißt, er stört nicht. Aber die Wabenstruktur, trotz alledem, die ist dazu da, dass sie die Level 1 Klasse erfüllt bei diesem Test. Weiß ich leider auch nicht genau, wie der heißt, ich blende es mir unten ein. Und somit auch vor zumindest kleineren Rückenverletzungen mit Sicherheit schützt, wenn nicht auch vor größeren. Ja, den zieht man eigentlich an wie so einen kleinen Rucksack, hat man dann einfach am Rücken drauf. Man kann gut schwitzen drunter. Es ist nicht so, dass man hinten dann so eine Wärmeplatte damit sich rumträgt und das passt eigentlich wunderbar. Fahre ich sehr gern. Dann zum Trailfahren. Hat man natürlich meistens auch Knieschoner. Ich sehe momentan geht so ein bisschen der Trend hin zu keine Knieschoner zu haben. Ist für mich war wirklich im seltensten Fall gut. Deswegen habe ich dann diese ganz neuen jetzt auch wieder von Amplify. Die sind eigentlich sau bequem. Das erinnert so ein bisschen an so Strümpfe, an so Sport-Kniebandagen. Und wenn man die draufzieht, die sitzen eigentlich ganz gut. Haben hier innen haben wir so einen kleinen Silikonring drin, damit es nicht ganz so rutscht. Und tragen sich angenehm, sind auch zum Treten ziemlich cool, sind nicht schwer und schützen auf jeden Fall ausreichend. Gibt es übrigens auch als Ellbogenschoner. Was habe ich noch zum Trailfahren? Nein, kennt wahrscheinlich fast jeder. So ein bisschen eine gepolsterte Unterhose, ist auch angenehm, nichts Besonderes. Was ist noch wichtig zum Trailfahren? Es ist im Grunde der Helm, sehr, sehr essentielles Teil, das man immer dabei haben sollte. Ich benutze eigentlich dann immer auch so eine Brille dazu. Ich habe da jetzt diese, wie heißen die? Oakley Jawbreaker, bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall habe ich die Prism Gläser drin. Das sind die Prism Trail. Die sind auch, wenn es im Wald ein bisschen dunkler ist, eigentlich ziemlich geil, muss ich sagen. Da sieht man trotzdem noch was, auch wenn es ein bisschen dämmert. Man kann es noch tragen. Ist besser, als wenn man jetzt nur ein klares Glas fährt. Da ist man ehrlich gesagt, wenn man dann aus dem Wald rausfährt und es ist ziemlich sonnig, dann ist mir das ein bisschen zu hell, klares Glas. Deswegen auch von mir auf jeden Fall die Empfehlung, die Prism Trail Gläser sind super. Genau. Den Helm, den habe ich euch schon mal vorgestellt. Der ist eigentlich auch ziemlich gut mittlerweile, sehr, sehr praktisch. Wenn ich nicht so viele Haare hätte, dann wäre er wahrscheinlich ein bisschen leichter hochgegangen. Und so bin ich dann eigentlich immer ausgestattet. Ich habe es ja schon mal versucht, mit der Goggle zum Fahren. Das Schwitzen unter der Goggle ist mir ehrlich gesagt zu viel des Guten, wenn man jetzt nur Trails fährt. Deswegen mit der Brille bin ich da super unterwegs. Beim Trailfahren ziehe ich ja nicht immer Handschuhe an, ganz selten, je nachdem wie heiß das wird. Aber da fahre ich meistens ohne Handschuhe. Was ich vor allem bei größeren Touren dabei habe, das ist dann eigentlich so eine sehr, sehr leichte
Regenjacke, Wind- und Regenjacke. Das ist jetzt die von Bontrager, semi-fitted. Die ist unglaublich leicht. Sie ist relativ eng geschnitten. Sitzt eigentlich gut am Mann. Hat eine super Kapuze. Ganz wichtig, die Kapuze, die geht auch über den Helm, wenn man will. Hat hier hinten noch so ein Boa-System, dass man das Ganze ein bisschen enger schnallen kann. Und der große, große Vorteil an dieser Jacke ist, halt, dass man sie wirklich sehr, sehr klein zusammenpacken kann. Und damit passt sie sogar, wenn man vielleicht so ein Trikot hat, hinten in die Tasche rein. Und dann hat man die Jacke dabei. Super Sache. Gut, das war es eigentlich hauptsächlich vom Trailfahren. Was ich immer anhabe, sind eigentlich diese Socken hier. Die sind wunderbar, super bequem. Das ist eigentlich ganz lustig, dass man bei einer Federungsfirma wirklich sehr, sehr tolle Socken erwerben kann. Die sind übrigens aus Wolle, auch für den Sommer. Richtig gut. Und dann, was ich immer anhabe, sind diese Schuhe hier. Ich habe jahrelang 510 jetzt eigentlich gefahren und habe jetzt dann zum Glück die Möglichkeit gehabt, dass ich bei Bontrager eben die Bontrager Schuhe hier mir bestelle. Und seit dem ersten Paar muss ich sagen, ja, ich bleib dabei, weil das sind eine der wenigen Schuhe, die sie einfach nicht auflösen. Im Gegensatz zu 510 muss ich sagen, die sind immer noch ein paar Monaten oder sowas, sind diese Kleber schon aufgegangen und die haben jetzt schon eine Saison intus. Und wie man sehen kann, da ist keine Naht offen. Sie sind noch in Form und das Profil, das ist auch völlig okay. Also ich bin wirklich begeistert von den Schuhen. Das ist so ein bisschen, wie soll man sagen, ist so ein bisschen ein Underdog, weil viel Werbung dafür wird nicht gemacht. Aber sie sind einfach gut, sie sind funktionell und halten einfach, was sie versprechen. So! Was haben wir noch? Meistens habe ich eigentlich nur eine kurze Hose an. Nichts Besonderes. Das ist jetzt so eine leichte Bontrager Short. Die ist eigentlich sehr cool. Hat da vorne einen ziemlich stabilen Verschluss. Taschen an der Seite. Bike Short halt. Ist ja relativ leicht und wenn man jetzt zum Beispiel viel fährt, ist er sehr angenehm. Genau, dann sitze ich da noch auf dem Trikot. Meistens eben dieses Jahr auf jeden Fall das Trikot an, ich finde es ganz cool. Das mit dem Blau, das passt eigentlich ganz gut zu den Schuhen und zu dem Helm zum Beispiel. Und da bin ich auf jeden Fall die ganze Zeit damit unterwegs. So, gut, weiter geht's. Jetzt geht's ans Eingemachte und zwar, was zur Hölle ziehe ich eigentlich im Bikepack an? Allen voran natürlich Fullface-Helm, ohne geht sowieso nicht. Das ist der Bell Fusion 9. Ziemlich geiler Helm. Macht einen ziemlich guten Sitz, hat auch dieses MIPS-System schon drin und mit dem bin ich eigentlich sehr zufrieden. Was man immer was man mittlerweile immer weniger sieht, ist eigentlich dieser Nackenschoner, die Atlas Air Brace. War eigentlich mal ganz modern, da hat jeder so einen Nackenspoiler angehabt und es ist immer weniger geworden in der letzten Zeit. Ich muss sagen, wenn ich meine Wirbelsäule, meine Halswirbelsäule hier irgendwie schützen kann, dann mache ich das, solange es mich nicht stört. Ich finde es ziemlich cool, dass mich Atlas und MRC Trading mit dem Teil unterstützen. Ich habe im Grunde genommen viel ausprobiert und bin letzten Endes bei der hängen geblieben. Sie hat einfach so eine gewisse Grundbeweglichkeit, das macht es viel, viel angenehmer. Also große Empfehlung von mir. Auch wenn es nicht jeder dran hat, ich finde so einen Nackenschutz kann man tragen, wenn er nicht stört, schadet er mit Sicherheit nicht. So, und da ich generell so ein bisschen paranoid vielleicht bin und im Bikepark auf jeden Fall immer ein bisschen auf der sicheren Seite unterwegs bin als vielleicht manche andere, muss ich sagen, im Bikepark auch nie ohne Rückenprotektor. Ich habe da zum Beispiel zwei Varianten und zwar ist es der Oberkörperschutz Exoflex. Das ist so ein bisschen ein stärkeres Rückenteil. Im Gegensatz zum Trailschoner ist der jetzt nicht ganz so gut belüftet, aber
er ist halt vom Schaum her, da ist jetzt ein Schaum drin, viel, viel stabiler. Trotz alledem sieht man hier schon, er ist halt trotzdem durchsichtig, das heißt, es ist so ein Netzstoff und man schwitzt trotzdem wenig. Finde ich gut. Sieht auch super aus, man sieht es eigentlich überhaupt nicht, dass man irgendwie was anhat. Und das ist dann der Schoner. Ist eigentlich ziemlich cool. Fühlt sich auch super an. Man hat da keine Bewegungseinschränkung und hat auch eine Level 1 Schutzwirkung. Level 2 ist, glaube ich, schon so ein bisschen eine Motorradklasse. Wenn ich weiß, okay, im Bikepark geht es richtig ab, dann habe ich da ein bisschen was Schärferes. Und zwar habe ich dann hier diese Weste. Die Weste ist auch von Amplifier, da haben sie wirklich was Gutes rauslassen, weil es ist unglaublich schwierig, eine Weste zu finden, ehrlich, erstens mal die mir passt und zweitens mal die bequem ist und nicht eine kleine Mini-Sauna ist. Und da kommt die da ins Spiel, da bin ich ehrlich gesagt ziemlich froh, was sie da auf die Beine gestellt haben, weil wir haben hier auch so einen SASTEC Rückenschutz. Der ist ähnlich wie der andere gerade, flexibel und auch gut durchlüftet. Dann haben wir hier auch wieder SASTEC Polster drin, die sind in den Schultern, kann man übrigens auch rausnehmen. Und hier in den Ellbogen sind auch noch mit SASTEC Polster drin, kann man auch rausnehmen, vor allem wenn man diese wäscht. Auf der Vorderseite sind da auch nochmal welche drin für den Schutz von Rippen. Das ist natürlich nicht verkehrt, vor allem wenn man den jetzt zum Beispiel mit diesem Teil hier kombiniert, dann hat das eine gute Auflagefläche und man ist hier gut geschützt. Dann haben wir hier eben den Bauchgurt, der liegt hier innen, kann man gut zumachen und wenn man das Teil dann anhat, dann sitzt es eigentlich auch ganz fest und man ist wirklich rundum geschützt. Wie gesagt, nehme ich dann meistens her, wenn ich weiß, okay, heute wird es haarig oder vielleicht ist im Bikepark nicht so warm, Regentag, dann nehme ich sowas gerne her. Jo, was mittlerweile ja auch dank Corona-Zeiten zur Ausrüstung gehört, wir müssen meistens jetzt ja im Bikepark, zumindest in Deutschland hier, sowas noch anziehen. Das heißt, ich habe dann das zum Beispiel dabei und ziehe mir das zum Beispiel im Lift oder irgendwo im Shop einfach hier hoch unter dem Helm und dann bin ich auf jeden Fall auch Corona-safe unterwegs. Gut. Das letzte Accessory, was man im Bikepark auf jeden Fall unglaublich braucht, das sind die neuen Knieschoner, die man auch wieder Amplifier geschickt hat. Das sind die Havoc Knie. Ich konnte sie leider noch nicht testen, aber wenn ich mich an die letzten Amplifier Knieschoner einfach ein bisschen daran orientiere, dann sind die meistens unglaublich bequem. Sie haben hier innen eine SASTEC Schaumschale drin und das Tolle ist, man kann sie öffnen, das heißt, man muss sie nicht anziehen, bevor man die Schuhe anzieht, sondern man kann sie eben auch danach anziehen. Hier zum Beispiel sieht man vielleicht, ist sogar ein kleines Loch drin für die Knie, da kann die Kniescheibe eben rein, sie ist gut aufgeräumt und hier auf der Rückseite hat man wieder so einen Netzstoff, kann man gut durchgucken und er ist insgesamt sehr, sehr gut durchlüftet. Ich hoffe, man sieht es. Genau, auf den Schoner bin ich sehr, sehr gespannt. Wenn ich das erste Mal in den Bikepark fahre, was hoffentlich in den nächsten Tagen der Fall sein wird, dann werde ich den auf jeden Fall mal anziehen. Und ich bin gespannt, wie er sich so schlägt. Aber Optik ist auf jeden Fall schon super. So, im Bikepark habe ich auf jeden Fall immer große Handschuhe dabei. Das heißt, lange Fingerhandschuhe. Komplett obligatorisch, da fasst man dann doch des Öfteren mal in den Dreck und da habe ich eigentlich nichts Besonderes. Ich habe hier zum Beispiel so Dainese Handschuhe, die sind unglaublich leicht, aber was mir immer wichtig ist, ich möchte hier in der Mitte keine Naht haben, komplett ohne Nähte muss der Handschuh sein und auch keine Geleinlagen. Das macht alles keinen Sinn, wenn man lange im Bikepark Radl fährt. Gut, dann das Einzige, was mir jetzt hier noch fehlt, ist für den Bikepark die Brille. Und zwar fahre ich auch hier wieder mit einer Oakley. Und da habe ich hier die Airbrake MX. Das ist eigentlich ziemlich cool. Vor allem, ich habe ein bisschen ein Problem durch meinen hohen Nasenrücken.
passt mir nicht jede Brille. Ich finde die Brille vor allem deswegen cool, weil ich habe da verschiedene Gläser. Und die Gläser kann man im Gegensatz zu anderen Brillen ziemlich leicht tauschen. Und da ist die Brillenglas auch schon draußen. Wenn ich ein anderes Glas habe, klippe ich das einfach mit rein. Und fertig. Soweit, so gut. Das war's. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es euch mal drunter. Falls ihr irgendwelche Empfehlungen habt, vielleicht für andere Produkte oder sowas, schreibt es auch mal einfach drunter in die Kommentare. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Macht es gut. Und wir sehen uns hoffentlich bei dem Bikepark. Also, servus.